Ausstellung kann anfangen. Gary? Ein unterschriebenes Foto von Harry Houdini. Dieser Armreif hat mal meiner Urgroßmutter gehört. Eine Sammelkarte von Hank Aaron. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe aus dem vorigen Jahrhundert. Ich hab gar nichts. Wieso nicht? Blöde Frage, ist eben so. Das tönt mich echt ab. Was hast du dabei? Was soll denn daran jetzt wertvoll sein? Ich habe euch aufgefordert, das Wertvollste mitzubringen, was ihr habt. Mein Vater hat es mir geschenkt, als ich 2 war. Seit damals steht es auf meinem Nachttisch. Schwach. Das ist total wertlos. Für dich natürlich schon. Aber es gibt unterschiedliche Wertvorstellungen. Würdet ihr eure Sachen gegen irgendwas eintauschen? Vergiss es. Niemals. Kommt drauf an, was man dafür kriegt. Okay. Was würdest du für dein Leben hergeben? Alles ist wertvoll. Ebenso hat alles seinen Preis. In meiner Geschichte gibt es jemanden, der aufpassen muss, dass er nicht mehr bezahlt als zuvor ausgemacht. Ich bitte um die Aufmerksamkeit der Mitternachtsgesellschaft und nenne diese Erzählung die Geschichte vom Preis der Habgier. Ja! Hervorragend, Sue. Danke. Großartiger Spruch. Du schaffst es schon, Catherine. Guter Versuch, Cat. Nächstes Mal wird's besser. Danke. Wie lief's denn? 4. Ist doch super. Von 5. Oh. Eine mittelmäßige Vorstellung von der mittelmäßigen Catherine. Ist wohl heute nicht unbedingt dein Tag. Aber du bleibst doch im Team. Als was denn? Als Busfahrerin? Entschuldige, bist du okay? Ja. Wow, der ist ja oberaffengeil. Wahnsinn, seit wann interessierst du dich für Jungs? Seit ich aufgehört habe, deine kleine Schwester zu sein. Wach auf! Gib her! Kasachstan, Usbekistan? Oh, das werde ich immer vergessen. Wieso heißt das nicht einfach gutes, altes Russland? Ein Land mit einem Namen. Nimm die Eselsbrücke. Na toll, dann muss ich ja noch mehr behalten. Ach nein, es hilft dir beim Erinnern. Wie denn? Okay, denk mal an Jan, der totschick ist. Dann heißt es einfach, Totschek ist Jan. Hey, das ist ja cool. Hilft es mir auch daran zu erinnern, was ich in der Schule vergessen habe? Was? Ich habe meine Sozialkundebücher in der Schule vergessen. Bis später, okay? Ich habe auf dich gewartet. Siehst du etwas, was dir gefällt? Ja, klar. Sie haben ein paar... Ich habe genau das, was du brauchst. Sieh genau hin. Nein. Ich muss gehen. Diese Schuhe. Sie werden dir helfen zu fliegen, wie du nie zuvor geflogen bist. Woher wissen Sie? Nenn mich Marie. Ich war auch da, wo du jetzt bist.
Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man glaubt, mittelmäßig zu sein. Und ich möchte dir helfen. Ich habe aber kein Geld. Nun, dann vielleicht ein Tausch? Dein Ring passt wunderbar in meine Kollektion. Ich kann nicht. Mein Großvater hat ihn mir geschenkt. Es ist das einzig Wertvolle, was ich habe. Wirklich? Dann werde ich etwas nehmen, was für dich keinen Wert hat. Was meinen Sie? Ist es wichtig? Wenn es für dich keinen Wert hat, wirst du es nicht vermissen. Du willst die Beste sein. So ist es doch. Also nimm sie. Wohl sagen. Wenn du so weitermachst, wirst du Gruppen. Das war großartig. Wie hast du es geschafft, plötzlich so schnell zu werden? Ich weiß nicht, ich war... Das kann ich dir sagen. Ich bin schnell und du nicht. So einfach ist das. Also, so was Besonderes bist du ja wohl doch nicht. Dass du es schaffen wirst. Ich bin froh, dass einer an mich glaubt. Hilfst du mir bei Sozialkunde? Na klar. Ah! Was ist passiert? Sieh dir mein Gesicht an. Was ist denn da? Siehst du es denn nicht? Nein, was denn? Nichts. Ich habe mich wohl geirrt. Reg dich ab, du bist im Team. Was willst du noch? Ja, natürlich. Entschuldige. Hey, hallo. Wir laufen uns oft über den Weg. Ja, hallo. Ich hab dich laufen gesehen. Mann, warst du schnell. Danke. Ich spiele viel Fußball. Wir werden uns sicher noch oft sehen. Das wäre schön. Ich meine, ja. Ich werde dich auch nicht wieder umrennen. Vielleicht können wir ja nach dem Training... Hallo, Eric. Na, wir sehen uns doch heute. Aber klar. Alles ist in deiner Größe. Ich hoffe, dir gefällt die Auswahl. Woher wissen Sie das alles? Ich hab dir doch gesagt, ich war da, wo du bist. Es hat dir gut getan, heute zu gewinnen, nicht wahr? Und du möchtest gern dem Jungen gefallen, das stimmt doch. Ich habe immer noch ein Auge auf diesen Ring geworfen. Ich kann nicht. Er bedeutet mir zu viel. Ich nehme ihn auch nie ab. Dann werde ich mir wieder etwas von dem nehmen, was dir nichts bedeutet. Sie haben doch gar nichts von mir genommen. Ach, glaubst du? Aber... Sollen wir ein Tauschgeschäft machen?
Das ist wunderschön. Wann hast du es gekauft? Jetzt komm, konzentrier dich. Wann wurde die Gemeinschaft unabhängiger Staaten gegründet? Das weiß ich, 1991. Richtig. Der zweitgrößte GUS-Staat? Der erste Buchstabe ist ein U. Noch eine winzige Hilfe. Es ist die Ukraine. Du weißt es wieder mal nicht, was? Ich schätze, das stimmt. Ich schätze, du bist einfach dumm. Was? Wo gehst du hin? Es macht doch Spaß. Spaß? Eine Idiotin zu unterrichten? Geh in die Bibliothek und hilf dir selbst und lass mich in Ruhe. Das habe ich mir gesagt. Hallo, ihr. Hey, du bist ja schick. Wo hast du das denn her? Ich weiß nicht mehr genau. Habt ihr was vor? Sus Freund kriegt Karten für das Michael-Jackson-Konzert. Wow, wirklich? Ich dachte, es wäre ausverkauft. Eigentlich wollten wir sie gerade abholen. Gehst du mit? Ja, klar. Mein Freund sagt, er kriegt nur 2 Karten. Schon gut. Viel Spaß. Warum hast du das denn gesagt? Hey, Sue. Was? Weißt du noch, was ich neulich nach dem Rennen gesagt habe? Ja. Ach, nichts. Vergiss es. Ich kann dir alles geben, was du willst, Catherine. Und du hast doch Wünsche, nicht wahr? Selbstverständlich. Ich war auch mal schön. Aber jetzt... Es gibt doch sicher irgendetwas, was du dir wünschst. Vielleicht die hier. Fürs Konzert. Es sind die allerletzten. Jeder will sie. Aber du kannst sie bekommen. Damit wärst du außergewöhnlich. Nein. Ich will sie nicht haben. Entschuldige. Hey, du. Das ist das dritte Mal. Ich glaube, das muss Schicksal sein. Ich habe dich noch nie getroffen und jetzt bist du überall. Entschuldige. Ach, da gibt's nichts zu entschuldigen. Ich finde das ja ganz schön. Echt? Ja. Eric? Magst du Michael Jackson? Ob ich ihn mag? Ich habe eine Nacht im Freien geschlafen, um eine Karte zu kriegen. Alles, was ich bekam, war eine Erkältung. Vielleicht willst du ja heute gehen. Mit mir. Wo hast du die denn her? Wird nicht verraten. Aber klar. Wahnsinn. Toll. Großartig. Gut, ich werde dich um 9 abholen. Aber nicht vergessen. Alles klar. Einfach spitze.
wirklich Glück. Alle Mädchen stehen auf Eric. Kann ich dir helfen? Sieht gut aus. Du musst es ja wissen. Ich habe nichts anzuziehen. Warum behältst du das nicht an? Das steht dir gut. Du spinnst wohl. Eric hat mich schon mal darin gesehen. Wo gehst du denn hin? Geht dich nichts an. Ich habe auf dich gewartet. Nimm, was dir gefällt. Du kannst alles haben. Wollen Sie nicht tauschen? Nicht nötig. Ich bekomme gerade genau das, was ich will. Kannst du nicht anklopfen? Catherine? Joyce? Ich kenne dein Geheimnis. Wovon redest du? Komm mir nicht so. Ich bin dir gefolgt. Ich weiß alles über Marie. Joyce, du weißt gar nichts über Marie. Ich weiß, dass sie dir die Sachen umsonst gibt. Sie sind nicht umsonst! Joyce, gib ihr alles wieder. Wieso? Du willst wohl Marie für dich allein haben. Du bist so egoistisch, Catherine. So bist du schon immer gewesen. Aber jetzt kriege ich mal, was ich will. Viel Spaß. Jetzt alles, was du willst, Catherine. Ich habe alles. Alles hat seinen Preis. Catherine! Catherine, Schatz, Eric ist da. Catherine! Ich bin noch nicht fertig, Mom! Setz dich doch noch einen Moment, Eric. Joyce, hör mir zu! Catherine, was geht dir vor? Ich will die Sache nicht. Ich will nicht ins Konzert gehen oder im Leichtathletikteam sein. Ich will, dass es wieder so ist wie vorher. Ich fürchte, es ist zu spät. Marie? Was ist passiert? Ich hab's dir gesagt. Ich war da, wo du jetzt bist. Ich war nie zufrieden mit dem, was ich war. Irgendwann habe ich diesen Stand entdeckt. Und eine seltsame Frau, die mir alles gab, was ich wollte. Das hatte seinen Preis. Ich konnte nicht wissen, was ich damit aufgab. Bald war es im Spiegel zu sehen, aber ich wollte mehr und da war es zu spät. Sie wollten aber nur Dinge von mir, die mir nichts bedeuten. Ich habe mir etwas von dir genommen, das du für wertlos gehalten hast. Was denn? Ich wollte dein Leben. Mein Leben? Jetzt kannst du dich auf die Suche nach einem unzufriedenen Mädchen machen, das immer mehr haben will. Das dürfte nicht schwierig sein. Alles, was du tun musst, ist sie heranzulocken mit dem ganzen Tand. Warten Sie! Mag ja sein, dass ich es verdient habe, aber Joyce doch nicht. Bitte, lassen Sie sie in Ruhe. Wieso sollte ich? Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Sie haben nicht alles. Sie wollten den Ring. Ist das nicht das Wertvollste, was du besitzt? Ich habe es gedacht. Jetzt nicht mehr. Nur wenn sie versprechen, Joyce aus allem herauszuhalten.
Ich verspreche es. Ich bekomme immer, was ich will. Nein! Was ist denn das? Das gibt es nicht! Das kann doch nicht sein! Was geschieht mit mir? Nein! Nein! Das ist nicht fair! Warte! Nicht! Das ist nicht fair! Nein! Da! Alles in Ordnung? Ja. Vorbei. Was ist mit Marie passiert? Ich glaube, sie wollte zu viel. Und ich wollte das, was zählt. Tut mir leid. Das kenne ich gar nicht von ihr. Schon gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh! Entschuldige bitte. Ihr wart draußen. Ich dachte, Mama, du musst mir bei den Hausaufgaben helfen. Hast du mal was von Eselsbrücken gehört? Ist alles in Ordnung? Ja. Nein. Ich habe die Karten verloren. Tut mir leid. Okay, kein Problem. Dann, wie wär's denn mit einem Spaziergang? Du bist nicht sauer? Nein, ich wollte dich kennenlernen. Da gibt's nicht viel zu erfahren. Ich bin wirklich nicht außergewöhnlich. Da wäre ich mir nicht sicher. Ende. Ich erkläre die Sitzung der Mitternachtsgesellschaft für beendet. Kann ich mal sehen? Mir gefällt sowas, ja. Zeig mal das Buch. Hey, das ist aber wertvoll. Hey, Sam, warte doch mal. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Ich kann Catherine irgendwie verstehen. Hey, warum hast du nichts mitgebracht? Ist doch egal. Aber du wolltest doch. Alle haben diese echt tollen Sachen gehabt. Meins war so blöd. Da wollte ich's nicht zeigen. Was ist das denn? Lach nicht. Er heißt Moby. Ein Goldfisch? Das Wertvollste, was du hast, ist ein Fisch? Die halten mich doch für bescheuert! Hey Leute, das ist ja das Schärfste! Tucker, ich mach dich kalt!